Warum eigentlich Infusionen? Die häufigste Infusion, die wir in einer Praxis machen, ist die Eiseninfusion. Sehr viele Menschen haben in ihrem Eisenspeicher ein echtes Mangelproblem. Wir sehen zwar häufig, dass es im Blutbild und auch im funktionellen Eisenspeicher noch ganz gut aussieht, also in ihrem Portemonnaie, aber dass in dem echten Eisenspeicher, also auf ihrem Konto, eigentlich nichts mehr vorhanden ist. Und jede Zelle hat irgendwelche Enzyme, die eisenabhängig sind. Und die Mitochondrien im Besonderen. Und insofern ist Eisen eine ganz, ganz wichtige Substanz, die einfach im Körper ausreichend vorhanden sein muss. Nun könnte man natürlich sagen, ja, dann nehme ich doch Eisentabletten. Selbstverständlich. Dann nehmen Sie aber jeden Tag eine gewisse Menge Eisen zu sich, die häufig zu Magen-Darm-Beschwerden, zu Verstopfung und zu schwarzem Stuhl führt, was für die Mehrzahl der Patienten eine unangenehme Situation ist. Andererseits ist der Anstieg dessen, was bei Ihnen auf dem Konto stattfindet, ähnlich langsam wie beim Bausparzielvertrag. Wenn Sie also relativ schnell etwas aufs Konto bekommen wollen, dann muss man am Darm vorbeiarbeiten und das mit einer Infusion machen. Und da gibt es welche, mit denen man mit kleineren Mengen arbeitet, um das, was man gibt, dem Körper auch zur Verarbeitung zur Verfügung zu stellen, den Körper nicht gleich komplett zu überfluten. Und es gibt natürlich auch die Ansatzmethode, mit besonders viel Eisen auf einmal zu kommen und dann gegebenenfalls in 6, 8 Wochen nochmal zu gucken, wo denn der Eisenspeicher steht. Beide Optionen halten wir vor und können in Absprache untereinander, wohin sie so tendieren, gemacht werden. Sie müssen sich klar machen, dass Eisen nicht nur von jeder Zelle, sondern auch von jedem Bakterium benötigt wird. Und es kann am Anfang sein, dass bisher nicht bewältigte Erkrankungsprozesse dadurch, dass jetzt das Immunsystem als auch die Bakterien Eisenversorgung bekommen, zu einer kleinen Schlacht führt, sodass man mitunter auch das Gefühl hat, oh, ich fühle mich ein bisschen grippig, ein bisschen krank. Das ist eine völlig normale Situation und sollte Sie in diesem Zusammenhang nicht beunruhigen. Es wird immer wieder gesagt, oh, Sie dürfen nicht Eisen infundieren, da können die Blutgefäße von kaputt gehen, da kann man Thrombosen kriegen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir machen das hier seit Jahren jeden Tag. Das haben wir noch nicht erlebt und es liegt in der Regel daran, dass man die Sache richtig machen muss. Es geht darum, dass man die richtige Verdünnung hat, dass das Medikament nicht zu lange in der Verdünnung bleibt, damit sich die Schutzummantelungen nicht lösen und dass man es dann in einer vernünftigen Zeit reinlaufen lässt in die Vene, also um die 20 Minuten herum. Und unter diesem Aspekt gibt es keine Reizung der Vene und haben wir auch noch keine Nebenwirkungen gesehen. Insofern immer fragen, wenn jemand so etwas sagt, wie oft machen Sie das? Haben Sie damit Erfahrung? Wie sind Sie vorgegangen? Meistens wurden dann irgendwelche Fehler gemacht. Einen ganz wichtigen Punkt zur Eiseninfusion möchte ich Ihnen noch sagen. Es gibt gute Studien darüber, die gerade bei der Herzschwäche, das heißt, Sie kommen die Treppe nicht hoch oder die Gehstrecke auf der Straße reicht nur für ein paar hundert Meter aus, weil Ihnen die Luft dann wegbleibt. Oder Sie haben Wasser in der Lunge oder Sie haben dicke Beine. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass das Herz schwach ist. Und dann gibt es irgendwelche Medikamente, die zur Entwässerung beitragen, die nach Möglichkeit die bindegewebigen Umbauvorgänge des Herzens ein bisschen begrenzen. Manchmal wird sogar ein Beta-Blocker, der noch die Kraft weiter senkt, mit ins Spiel gebracht. Selten werden digitales Präparate genommen, die durchaus eine herzkraftsteigernde Wirkung haben. Und noch viel seltener wird geguckt, was ist eigentlich mit dem Eisenspiegel los und was ist mit dem Coenzym Q10 und was ist mit dem Carnitin los. Und wenn Sie dieser Herzschwäche in verschiedene Schwächestufen einteilen, dann gibt es dafür die New York Heart Association, also eine Vereinigung aus New York, die diese Graduierung vorgenommen hat und sie hat eben 4 Graduierungen. Und es ist also belegt, dass wenn man einen
Eisenspiegel auf dem Konto, also den Ferritinwert, bei einem normalen Entzündungswert, also jetzt nicht geschönt, sondern wirklich beim normalen Entzündungswert, um locker 100 Nanogramm pro Milliliter steigert, dass man dann durchaus um eine Herzschwächenstufe besser dargestellt sein kann nach einem Ablauf von 6 Wochen. Wer also Herzschwäche hat, einen hohen NT-proBNP-Wert hat, der sollte auf jeden Fall das Thema Eiseninfusion ins Visier nehmen. Und er sollte genauso gut seinen Coenzym Q10 und seinen Carnitinspiegel kennen und möglicherweise auch Selen und Zink und Magnesium und Kalium, damit wir eben das Optimum aus dem Herzen rausholen, die essentiellen Fettsäuren natürlich nicht zu vergessen.